Mittendrin statt nur dabei, denkt sich der TSV Bad Königshofen. Die Fühler sollen nochmal ausgestreckt werden in Richtung Playoff-Plätze. Fulda hingegen mit Personalsorgen. Quadriaruna nicht mehr Teil des Teams. Und Rufen Filos fällt krankheitsbedingt aus, dementsprechend der Ersatz. Vater von Fanbo Meng, Quin Yu Meng mit knapp 50 Jahren als Trainer in der Startaufstellung. Und trotz 7-1 Führung und Satzbällen im ersten Satz holt Basti Steger den ersten noch und danach gehen auch noch zwei weitere in seine Richtung. Trotzdem in dem Alter eine wahnsinnig starke Leistung. Basti Steger, nachdem er gegen Danny Heister gewonnen hat, jetzt also auch gegen Quin Yu Meng. Auch Kilian Ort in Topform. Im Dezember noch ganz, ganz knapp gegen Yuto Muramatsu, den Topscorer der Liga, verloren. Und nach einem knappen zweiten Satz ist der dritte dann absolut deutlich. Das Aushängeschild vom TSV Bad Königshofen holt das 2:0. Fanbo Meng hat auf jeden Fall schon mal einen Sieg mehr in der Bundesliga diese Saison geholt als sein Vater. Dagegen stehen aber auch 9 Niederlagen, also auch er bleibt definitiv unter den Erwartungen. Bad Königshofen kämpft sich tatsächlich ran an die Tabellenspitze, punktgleich mit Mühlhausen und das bedeutet nicht so weit weg von dem Playoff-Platz. Für Fulda heißt es zusehen, dass der Kader nächste Woche wieder besser bestückt ist. So sieht's sonst düster aus.